Ja, das erste Buch, was ich hatte, war eins von Pons. Das war noch so ein kleines, dünnes. Dann gab es später schon ein etwas größeres Buch, was auch farbig war und anders aufgebaut war. Das erste war mehr so aufgebaut. Ich fliege jetzt nach Japan, dann brauche ich ein Taxi bis zum Hotel und so. Also schon mehr auf die Reise vorbereitet und daher dann auch das, was gesprochen wurde oder was an Sätzen gelernt wurde, wirklich nur mehr so auf die Reise bezogen. Und dann gab es eben halt dieses neue, andere. Bald darauf gab es auch eine Neuauflage, die ich mir dann auch besorgt habe, da dieses andere Pons-Buch schon einige Fehler halt drin hatte, Rechtschreibfehler, auch sogar Übersetzungsfehler oder bei den Vokabeln haben Worte gefehlt. Bei dem neuen sind einige Fehler behoben, aber leider eins, zwei Sachen schon noch. Naja, es sind ja auch nur alles Menschen, die das machen. Dann hatte ich auch gleichzeitig anfangs Japanisch mit Manga und Japanisch bitte von Langenscheidt. Habe ich nicht so sehr benutzt, weil ich eben auch die Zeichen gar nicht konnte damals. Jetzt so langsam geht's bergauf. Die Bücher stelle ich in einem extra Video dann mal vor. Ja, mache ich vielleicht zwei oder drei Videos draus. Erstmal auch nur die Lernvideos, beziehungsweise halt die Videos für die Lernbücher. Ich habe schon einiges, hat sich schon ein bisschen was angesammelt. Ja, ist jetzt Japanisch lernen schwer oder nicht schwer? Es kommt halt auch auf den Einzelnen drauf an. Was man gut lernt und kann, ist natürlich leicht. Ja, ich kann jetzt sagen, es ist leicht, Hiragana zu lernen. Ist es eigentlich auch und sonst soweit. Grammatiktechnisch und so ist es eigentlich auch nicht sehr schwer. Bis auf das Thema Partikel, wo ich ja, selber noch nicht so ganz dahinter gekommen bin. Was vielleicht nerven könnte, ist, dass die Japaner eben halt viel Ausdrücke jetzt haben, die nur Frauen sagen oder nur Männer. Oder zum Beispiel bei den Zählwörtern gibt es so viele unterschiedliche Zählwörter für große Sachen, kleine Sachen, schmale Sachen, flache Sachen. Und ja, das ist halt dann, finde ich, schon ein bisschen übertrieben sozusagen. Als Standard, die allgemeinen Zählwörter würden auch gehen. Ein Japaner würde einen dann verstehen, aber wenn man in ein Kaufhaus geht und auf Japanisch fragen kann, in welchem Stockwerk das ist, dann wird natürlich die Japanerin auch so antworten, dass sie das Zählwort für das Stockwerk benutzt. Und ja, wenn man das dann nicht kann, ist halt blöd, aber man nimmt dann mal an, dass es das ist. Und wenn das jetzt irgendwie total anders ist, das Wort, dann weiß man ja trotzdem nicht, welches Stockwerk das ist. Ja, also sollte man schon gucken, dass man die allgemeinen Zählwörter, was wichtig sind, dann vielleicht, ja, die Stockwerke, weiß ich nicht, aber auf alle Fälle vielleicht auch Personen zählen. Also man muss nicht erstmal alles gleich können. Ja, also eins nach dem anderen und es ist halt dann wirklich pure Auswendiglernerei.